Voran. Zeigt mir den Weg. Mein hochverehrter Freund, wenn Prinz Nayam und seine Mongolengenerale erfahren, dass ihr ihn hintergangen habt, dann fürchte ich für euer Leben. Dummer, misstrauischer Freund. Alles geschieht so, wie ich es befehle und wie es mir richtig erscheint. Ihr habt behauptet, jeder müsse sterben, der euer Gesicht sieht. So ist es auch. Alau hat euer Gesicht gesehen. Woher wisst ihr, dass er es gesehen hat? Ich habe es mit eigenen Ohren gehört. So. Dann dürft auch ihr mein Gesicht sehen, verehrter Freund.